Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sitzen hier schon am Tisch. Wir haben hier Besuch. Leon. Die Kinder kamen gerade von der Schule, ne? Mhm. Mhm. Und es gibt jetzt einmal Mittag. Fleisch. Und dann, ich weiß nicht. Also, ich sag mal kurz, was da drin ist. Blumenkohl, Pilze. Blumenkohl, nein, danke. In Currysoße, sah nicht ganz lecker. Magst du Blumenkohl? Mhm. Oh, oh. Okay. Wer ist denn das? Ja, das ist. Achso, warte mal, ich wollte noch die Nudeln für dich machen. Also, die Jungs haben hier was zu verkünden. Ja, ich habe Japanischunterricht. Heute. Aber heute ist ja krass. Und Ash würde gerne auch mal mitmachen, ne? Japanisch. Okay. Meint ihr, dass es ein bisschen schwer ist? Nein. Japanisch ist nicht schwer? Okay. Ich sage nur, es auf Japanisch. Ich kann kein Japanisch, ich kann nur schreiben. Nur schreiben? Ich kann ein bisschen schreiben, ja. Abschreiben. Normal. Echt? Okay. Ja gut, schauen wir mal, wie lange das hält. Ja. Aber Leon wollte sowieso schon immer irgendwie Japanisch lernen, ne? Habe ich irgendwie so verstanden. Ich mache jetzt noch ein paar Nudeln hier nochmal warm dazu. Und dann, wie gesagt, gibt es bei uns hier Mittagessen. Und das Wetter ist heute nicht so berauschend. Das ist alles total, ja, grau und grau. Das regnet gerade, ne? Seid ihr nass geworden oder nicht? Mhm. Nee? Achso, es hat geregnet nämlich. Hier kommen jetzt die Berufswünsche auf den Tisch. Mein Schnucki fragt, wieso will man Japanisch lernen? Arbeit. Arbeit. Also Leon möchte gerne nach Japan ziehen irgendwann mal, ne? Ja. Da studieren und arbeiten und Japanisch lernen. Das ist ja lustig, bin ich ja gespannt. Du alleine denn oder mit der Familie? Ja, ich mach alleine. Mhm. Okay. Alleine? Mhm. Ich komm mit. Ich will mit 12 Musiker werden. Du wolltest Musiker werden? Mhm. Weiß gar nicht. Aber Tokio ist schön, ne? Ja. Tokio ist bestimmt schön, ja. Gar keine Frage. Ich kenne ein Tokio-Hotel. Aber ich wahrscheinlich nach Kyoto. Wohin? Nach Kyoto. Was ist denn das? Die ganze Insel ist doch erdbebengeschüttelt da, oder? Ich glaube, war nicht dieses Atomkraftwerk. Ja, ich sehe Hiroshima. Ja, Hiroshima, ja, das stimmt, ja. Und Nagasaki? Weiß ich gar nicht. Kannst du auch Japanisch kochen schon, wenn du schon Japanisch lernen willst? Stäbchen, nee, mit Stäbchen essen? Auf dem Fußboden sitzen beim Essen? Das habe ich auch schon gelernt, ja. Und schneller die Schale zwischen den Beinen sollen mit Stäbchen essen? Oh Leute, ihr seid echt amüsant. Also ich weiß nicht, ob man das mit 12 schon alles. Aber Leon hat das schon vorher irgendwie. Ich hab's glaube ich letztes Jahr schon von dir gehört, dass du so einen Wunsch hast, ne? Ja. Ja. Mein Schluss steht fest. Echt? Dein Schluss steht jetzt fest? Ja. Wow, na gut. Und da bin ich wieder. Es ist jetzt kurz nach 3. Ich mache jetzt gerade kurz eine Pause hier auf der Couch mit dem Buch hier. Mein Schnucki hatte irgendwie voll Hunger gekriegt auf Pfannkuchen. Er sagte aber, gibt es Pfannkuchen Low Carb? Allerdings finde ich hier in diesem Buch das nicht. Also hier gibt es nichts. Allerdings habe ich so ein anderes cooles Rezept gefunden. Ein Kräuterbaguette. Schaut mal. So sieht das aus. Das ist das Rezept, aber nur wahrscheinlich für die Kräuterbutter. Das Rezept für das Baguette war Seite 43. Ich habe schon geguckt. Und das hört sich so gut an. Guck mal, nur mit diesen Zutaten. Das sieht richtig toll aus. So, Ash macht jetzt noch Hausaufgaben, beziehungsweise die schreiben Freitag wieder in Englisch einen Test, Vokabeltest, wie auch immer. Und Leon ist los. Er hat ja heute quasi ja, Japanischunterricht, da wo Ash auch mit wollte, aber jetzt ist Leons erste Stunde und jetzt will er selbst mal gucken, wie das so ist und dann schauen wir mal, ob Ash dann auch Japanisch lernt. Die haben Wünsche, also Leon auch. Er will da hinziehen und da auch studieren und ja, mal schauen. Also mit 12 ist schon echt zu wissen, so was man werden möchte oder was man machen möchte, ist schon echt krass. Oder er wird 13 jetzt, ne, dieses Jahr. Aber nun gut. So, ihr Lieben, wie gesagt, ich habe jetzt nochmal in der Zeit 2 Videos geschafft zu schneiden. Heute kommt eins und morgen eins. Und jetzt möchte ich gerne für erste Video schneiden. Er hat was aufgenommen, aber auf dem Handy. Jetzt muss ich vom Handy versuchen, meine Daten oder seine Daten zu übertragen auf meinen PC. Und hoffen, dass das alles so gut funktioniert, weil ich es normalerweise mit der Speicherkarte immer mache. Mal gucken. Das Wetter ist nicht gut. Also wir... ihr sehen könnt, ist immer noch alles total irgendwie ungemütlich draußen, aber recht mild. Und unser Auto ist fertig. Die Werkstatt hat angerufen, die haben gesagt, wir können das Auto jetzt abholen, irgendwie bis 5:30 oder so haben wir Zeit. Und ich weiß gar nicht, wie teuer das jetzt wird. Hat er, glaube ich, gar nicht gesagt am Telefon. Auf jeden Fall haben die nur gesagt, dass das Auto dann fertig ist und abgeholt werden kann. Gott sei Dank. Also ohne Auto ist manchmal echt ein bisschen schwierig.
Also gerade für längere Strecken, so für kurze Strecken kann man ein Fahrrad nehmen, das geht ja auch, oder zu Fuß. Aber jetzt so ganz ohne Auto ist ein bisschen blöd. Na gut, also ich gehe einmal ganz kurz wieder an den PC. Achso, wir hatten was gesammelt mit meinem Schnucki vorhin, als wir spazieren waren. Wir haben heute unheimlich lange einen Spaziergang gemacht. Wir hatten 11.000 Schritte, heute Morgen schon. Und ich habe was Cooles gefunden, wieder mal. Und zwar dieses hier. Ich weiß nicht, was das für eine Pflanze ist. Das ist so eine trockene Pflanze. Und ich meine, ich habe es ja auch schon mal bei Dipoma gesehen. Und die war gar nicht so billig. Auf jeden Fall habe ich die jetzt am Straßenrand entdeckt und einmal so ein Bund, quasi so ein Strauß quasi für mich gepflückt. Und das kommt dann nochmal in eine Vase, habe ich mir gedacht. Sieht ganz nett aus, oder? Was sagt ihr? Nun möchte ich gerne mit euch ein bisschen was basteln. Und zwar bräuchte ich hier eine Blumenvase sozusagen. Dazu habe ich mir überlegt, ich hole einfach mal dieses Glas wieder raus. Und zwar hatte ich das mal früher im Reihenhaus mit einem Stern drauf und eine Kerze drin. Und habe schon mal die Heißkleberpistole einmal dahin gelegt und dann brauchen wir noch einmal so eine Kordel sozusagen, die wir einfach gleich mal hier drumherum wickeln werden und mit diesem Heißkleber einfach nochmal festmachen. Ich zeige euch mal genau, wie ich das meine. Als Abschluss habe ich dann einfach mal so eine Kette nochmal genommen, die ich hatte und einfach so drauf quasi gemacht und auch einmal ein bisschen mit dem Heißkleber geklebt und dann kommt, würde ich mal sagen, einfach mal noch so ein Sträußchen hier drauf und dann ist meine Vase auch schon fertig. Hi. Schigi. Sie versuchen was einzurichten. Geht das denn doch jetzt, oder? Ja. Echt? Yes. Super. Weil es gab Probleme bei dem Anschluss, bei dem neuen. Also Ash hat jetzt einen zweiten Bildschirm. Was ist das hier? Na gut, Gott sei Dank. Ich habe irgendwelche Dinge nicht abgemacht. Die sollte man nicht abmachen. Also, kann man nochmal. Ja? Ich dachte, das wäre ja nicht hinter. Naja, also. Wir haben es geklärt. Männersache. Ihr Lieben, es ist jetzt kurz nach 8. Ich habe Abendbrot gemacht. Ganz lecker sieht das aus. Und das riecht hier so gut im ganzen Haus nach Ei, Spiegelei und Speck. Also, das ist das Teil von meinem Schnucki. Der hat irgendwie nicht den großen Hunger. Ich habe jetzt das von Adam selbst gebackene kohlenhydratarme Brot getoastet. Und das riecht so gut. Also, es schmeckt ja auch so schon ganz gut. Auf jeden Fall, das ist Adams Teller. Das ist der Teller von Ash. Hat auch ein bisschen ein paar Brote halt. Ich weiß gar nicht, ob das alles schafft. Habe ich jetzt einfach nur gemacht, damit das Brot auch mal wegkommt. Und das ist mein Teller. Ich habe heute Hunger irgendwie auf Brot mit Käse und halt Tomate, Gurke. Genau. Und ein Pfefferminztee gibt es für mich. Ah, Feierabend, meine Hübschen. Das ist jetzt, wie gesagt, es ist 8 schon. Kurz nach 8. Oh, ich hatte nochmal gelbe Säcke rausgebracht und Ashs Müll da von diesem neuen Bildschirm weggebracht, beziehungsweise ich glaube, morgen machen wir noch also entsorgt. Und ja, wir hatten vorhin nämlich noch ein Video aufgenommen. Ich hatte jetzt heute Abend irgendwie gar nicht so viel aufgenommen, weil wir noch ein Video für TipTap aufgenommen haben und das war ganz lustig. Auf jeden Fall kommt es demnächst auf TipTap, ich glaube, ja, zum Wochenende eher. Und ja, ansonsten, das Wetter ist beim Alten, es ist aber recht mild. Ich weiß noch mal draußen, ich musste nicht mal einen Pulli anziehen, weil es echt mild ist bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, könnt ihr mir gerne nochmal schreiben. Und. Ach so, die Jungs müssen das Video nochmal beenden. Ja, na gut, dann beenden die morgen das Video. Jedenfalls, schaut mal, was mein Schnucki hier gemacht hat. Er hat hier so eine wunderschöne Lampe hingestellt.
Die kann mit USB geladen werden, also einfach mit Batterie, aber auch, geht auch. Und ist total gemütlich. Also viel gemütlicher als die anderen Lampen. Die finde ich echt ganz schön. Und ja, vielen Dank nochmal für die Kommentare. Ich habe ja heute das Video hochgeladen mit Action. Wir waren ja mit Chrissy nochmal da, nach der Weihnachtsdeko geguckt, aber irgendwie nicht so viel gekauft. Und da nochmal bezüglich Leos alleine sein, habt ihr ganz viel geschrieben. Das finde ich so toll. Also ihr habt auch wieder Tipps gegeben und habt natürlich gesagt, wussten die Kinder aber schon, dass man halt eben die Zeit steigert. Die waren schon bei 10 Minuten irgendwie und die halbe Stunde, habt ihr auch einige geschrieben, war zu viel. Und wir gucken mal. Also die haben eher jetzt irgendwie einen Hundetrainertermin, irgendwie jetzt, ich glaube sogar Anfang November. Bin ich gespannt, was er generell so dazu sagt. Also ja, mal schauen, wie das Ganze sich entwickelt. Es ist halt ja ein Tier, mit dem man sich beschäftigen muss. Also und kann durchaus sein, was ich auch schon geschrieben habe, dass die einfach den Zeitpunkt verpasst haben. Also man fängt eigentlich viel früher an und mal gucken. Aber Leo hat sich daran gewöhnt jetzt, dass immer irgendjemand dann da ist, ne? Also es ist echt voll Sünde irgendwie. Aber nun gut, so ist es nun mal. Und schauen wir mal, wie das hier so weitergeht, wie die das hinkriegen. Aber ich denke mal, irgendwann mal wird er sich daran gewöhnen, wenn man dabei bleibt und ihn halt eben ab und zu mal alleine zu Hause lässt. Ja, ihr Lieben, also ich würde mal sagen, ich beende jetzt mal das Video, werde es für euch morgen dann schneiden. Schön, dass ihr wieder bei uns gewesen seid oder bei uns zu Besuch gewesen seid sozusagen. Und passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und für mich geht es gleich hier einmal echt auf die Couch. Ich bin irgendwie wieder so ein bisschen kaputt. Also mein Schnuck hat das Auto abgeholt, das auch noch, siehst du. Ist immer teilweise echt so ein bisschen viel, aber einige Sachen muss man halt eben erledigen. Und Adam war alleine los, vorhin hat das Auto zu Fuß abgeholt und er sagt, das ist alles wieder gut. Das ist einfach nur Inspektion, ich weiß gar nicht, da war eigentlich gar nichts mit, glaube ich. Wahrscheinlich Ölwechsel und Co. werde ich ja in der Rechnung mal lesen. Und ja gut, also bevor ich euch voll quatsche, wünsche ich euch einen schönen Tag sonst oder eine gute Nacht oder einen guten Morgen, wie auch immer, wann ihr das Video dann auch von mir seht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.